herzlich willkommen zu einer neuen Video-Review von China Mobile Mac. Mein Name ist Florian und ich möchte euch heute das UKITEL K6000 Pro vorstellen. Und UKITEL hat in der Vergangenheit schon eine Menge Smartphones dieser Serie auf den Markt gebracht. Da war zum einen das K4000, K4000 Pro, K6000 oder auch das K10000. Und wie bei der gesamten Serie spiegelt der Name auch dann die Kapazität des Akkus wider. Das heißt, beim K6000 Pro haben wir diesmal wieder den 6000 mAh Akku verbaut. Und warum UKITEL jetzt auf eine Pro-Version setzt und ob sich eventuell auch die Verarbeitungsqualität oder auch diverse Probleme, die wir mit dem Vorgänger K6000 hatten, gebessert haben, das erfahrt ihr in dieser Review. Zunächst einmal fangen wir mit dem Verpackungsinhalt an, der war alles andere als langweilig. Neben dieser hübschen orangefarbenen Packung wurde das UKITEL K6000 Pro zusammen mit einem durchsichtigen TPU-Case sowie einer Folie, die bereits aufgezogen war, einer Ersatzfolie, dem Schnellladeadapter und einem USB-Kabel geliefert. Das war es dann auch schon zur Verpackung. Eine Schnellstartanleitung lag ebenfalls mit am Bei, aber das ist ja nun nicht wirklich etwas Neues. Kommen wir zum nächsten Punkt, und zwar dem Design und die Verarbeitung. UKITEL hat hier an der Stelle vom P6000 Pro doch recht gute Arbeit geleistet. Der Rahmen besteht komplett aus Metall, sowie das Backcover, lediglich oben zu zur Oberseite und zur Unterseite hin ist eine Plastikabdeckung zu finden. Hier unten haben wir dann auch die Lautsprecheröffnung. Hier oben sehen wir in der Plastiköffnung den Dual-LED-Blitz sowie die Kamera. Hier drunter ist der Fingerprint-Scanner. Vorne das Display und leider nicht beleuchtet sind die Soft-Touch-Buttons. Hier oben links haben wir dann die vordere Kamera, den Lautsprecherschlitz und die Sensoren. Im Punkt Verarbeitung leistet sich das K6000 Pro keine Schwächen. Der Rahmen schließt allseits bündig ab, wird lediglich unterbrochen durch kleine Kunststoffschlitze. Diese dienen unter anderem dem besseren Empfang. Hier unten ist der USB-Anschluss, wie das Mikrofon. Und an keiner Stelle leistet sich das K6000 Pro grobe Spaltmaße. Man erkennt zwar natürlich eindeutig den Übergang, aber der ist glatt ohne Kanten. UKITEL setzt beim K6000 Pro sehr auf Robustheit. Abgesehen von der Dicke und dem verbauten 6000 mAh Akku wurde vorne Dragon Trail Glas 2 verbaut. Das ist ähnlich wie Panzerglas, durchaus stabil. Es gibt dazu einige Videos auf YouTube, die man sich gerne ansehen kann. Da wird dieses Display bzw. Displayglas dann auch mit einer Bohrmaschine behandelt. Man sieht eindeutig, wie Druck ausgeübt wird und leicht Qualm entsteht. Und natürlich gibt auch irgendwann dann einmal Dragon Trail Glas 2 nach. Jedoch ist die Robustheit verglichen mit anderen Smartphones und normalem Displayglas extrem hoch. Hinzu kommt auch neben dem Dragon Trail Glas noch die IP64-Zertifizierung. Das heißt, dieses Smartphone ist unter anderem gegen Staub und Spritzwasser geschützt. Das K6000 Pro hat also neben seinem hübschen Design auch noch eine recht gute Verarbeitung und ein durchaus robustes Displayglas. Zwar ist das Smartphone mit 215 Gramm extrem schwer, liegt aber trotzdem gut in der Hand, zumindest in einer Männerhand. Frauen kann man ein 5,5 Zoll Smartphone in dieser Dicke mit fast einem Zentimeter und einem Gewicht von 215 Gramm sicherlich nicht empfehlen. Alle anderen können, sofern sie dann ausreichend große Hände haben, hier durchaus ein robustes und stabiles Smartphone erwerben. Der nächste Punkt befasst sich dann auch mit dem Display.
Und im Gegensatz zum Vorgänger setzt UKD diesmal auf ein Full-HD-Display. Wir hatten in unserem Test keinerlei Clouding. Wir haben ein durchaus scharfes Bild und einzelne Pixel sind bei 1920 zu 1080p auch nicht zu erkennen. Die Blickwinkelstabilität ist äußerst positiv. Also man sieht bei nahezu 90 Grad Neigung immer noch das Display. Auch die Farben werden recht gut dargestellt, recht leuchtstark, allerdings etwas in den Blauton verschoben. Zumindest im Vergleich mit einem Super AMOLED-Display von Samsung wirken, auch wenn es hier jetzt im Test so aussieht, die Farben etwas bläulicher bzw. blasser. Ansonsten, wie man sehen kann, ist der Kontrast ausreichend hoch. Die Helligkeit ist hoch genug, um auch im Freien gut das Display ablesen zu können. Und der Digitizer vom Display hat sich bisher in unserer Testzeit keinen einzigen Aussetzer geleistet und funktionierte tadellos. Was kann man also im Fazit sagen? Wir haben hier ein gutes Full-HD-Display ohne Macken verbaut. Zwar gibt es beim K6000 Pro keine Anpassungsstufen mithilfe von Mira Vision, aber von außen aus bietet das Smartphone eine gute Sättigung und Helligkeit an, zwar mit Abstrichen bei der Farbtemperatur, aber alles in allem hat UKD mit dem K6000 Pro hier durchaus eine bessere Leistung abgeliefert als noch beim Vorgänger, dem K6000. Auch in Sachen Hardware hat UKD mit dem K6000 Pro einen großen Schritt nach vorne gemacht. Während noch im K6000 ein MT6735 mit 4x1,0 GHz werkelte, so ist im K6000 Pro mittlerweile ein MT6753 verbaut. Das ist ein 64-Bit-Prozessor mit 8x1,3 GHz. Auch beim Arbeitsspeicher wurde aufgerüstet. Da haben wir nunmehr 3 GB RAM anstelle von 2 GB und auch der interne Flash-Speicher ist angehoben worden von 16 GB auf 32 GB. Die Leserate vom internen Speicher liegt bei 218 MB pro Sekunde, die Schreibrate bei ungefähr 77 MB pro Sekunde und das ist ein durchaus positives Ergebnis. Der RAM ist mit 2410 MB pro Sekunde etwas unterdurchschnittlich, aber dank der Größe von 3 GB für einen täglichen Gebrauch trotzdem gut geeignet. Nun handelt es sich hier beim UKD K6000 Pro nicht um ein Spiele-Smartphone, sondern eher um einen treuen Begleiter, der mehrere Tage durchhalten soll. Auch das darf man nicht vergessen, wenn man dann auf die Leistung von dem Prozessor oder dem Arbeitsspeicher schielt. Und in diesem Punkt ist es wichtiger, eher eine lange Laufzeit zu erreichen, als eben eine sehr hohe Leistung auf Kosten des Akkus. Der nächste Punkt ist dann in Sachen Hardware der Fingerprint-Scanner. Der hat während unserer Testphase, was man auch gut nochmal im Performance-Benchmark sehen kann, tadellos funktioniert. Wir hatten keine Ausfälle, selbst mit leicht schwitzigen Händen oder frisch desinfizierten Händen, wie es bei mir auf Arbeit nun mal so üblich ist, hat sich das Smartphone tadellos entsperren lassen. Die drei verbauten Sensoren, Annäherung, Licht und Beschleunigung, funktionieren ebenfalls korrekt, jedoch muss der Nutzer auf Gyroskop und auf Kompass verzichten. Der letzte Punkt in Sachen Hardware betrifft dann den Dual-SIM-Combo-Slot. Hier können entweder zwei Micro-SIM-Karten eingelegt werden oder eben eine Micro-SIM plus eine Micro-SD-Karte. Letztere ist dann nur auf 32 GB begrenzt, das heißt, man kann das UKD K6000 Pro von 32 auf 64 GB Speicher auftacken. Wir haben hier also deutlich eine Mittelklasse-Technik, die gegenüber dem Vorgänger aufgewertet wurde. Wir haben ausreichend Leistungsreserven für Office und Multimedia zur Seite stehen und Spiele wie beispielsweise Asphalt 8 oder Modern Combat sowie Temple Rush 2 durften
oder sind für das Smartphone kein Problem. Kommen wir zum nächsten interessanten Punkt, und zwar der Software. Wir haben out of the box Android 6.0 Marshmallow verbaut bzw. installiert bekommen als Betriebssystem. Das K6000 Pro ist frei von Bloatware oder irgendwelchen Schadprogrammen. Auch das kann man nochmal auf den einzelnen Screenern in unserer schriftlichen Review sehen. Es wurden mit Asset zum Beispiel Antivirenscans durchgeführt. Auch hier absolut nichts zu finden. Viel interessanter sind die zusätzlichen Features, die UKT den K6000 Pro spendiert. Dazu gehören die mittlerweile fast Standard gewordenen Gesture Motions sowie das Gesture Unlock und ganz neu das sogenannte Float Gesture. Und was das bedeutet, das möchte ich einmal kurz zeigen. Und zwar, wenn ich das aktiviere, dann erscheint hier auf dem Display so ein kleiner Button. Den kann man natürlich wahlweise irgendwo hinschieben. Oh, jetzt habe ich nach unten geschoben. Ich kann ja auch mal gerne rüberschieben. Und wenn man das jetzt öffnet, dann hat man verschiedene Modi zur Auswahl. Da ist zum einen der Lesemodus, der Spielemodus, der Sperrscreen-Modus oder eben auch der Videomodus, der Clean-Task-Modus und so weiter. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auf den Read-Mode drücke, dann sollte eigentlich, gehen wir mal raus und drücken mal jetzt, genau, dann wird das Display so lange aktiv gelassen, bis ich diesen Modus wieder ausblende. Und das ist genau eben zum Lesen gedacht, weil wenn man manchmal eine Begrenzung von 10, 20, 30 Minuten einstellt und mittendrin ist im Roman, den zu lesen, dann geht das Display aus und dann muss man erst wieder anmachen und genau das wird damit unterbunden. Interessant ist auch der Game-Modus, denn wenn dieser aktiviert ist, werden bestimmte Tasten, wie zum Beispiel die Rücktaste oder der Home-Button, werden dann deaktiviert. Und das ist wirklich einmal hilfreich, denn auch ich spiele gerne Spiele wie Asphalt 8 und dann online gegen Gegner. Ich setze gerne irgendwelche zusätzlichen Features ein in diesem Spiel, die zwar theoretisch auch echt Geld kosten oder schwer erspielt wurden. Und es ist oft genug vorgekommen, dass man mitten im Spielen, wenn man dann Turbo-Boost drückt oder bremst, hier rüberrutscht und den Home-Button trifft. Und bei Asphalt 8 bedeutet das, dass man rausgekickt wird. Das heißt also, das Spiel oder die Serververbindung ist in dem Moment unterbrochen. Mithilfe dieses Float Gesture Game Mode Programms gehört dies natürlich der Vergangenheit an. Und dann kann man das auch wieder ausschalten. Man kann das natürlich jetzt auch komplett wieder wegmachen. Also hier hat sich UKTIL doch Gedanken gemacht und auch wenn es nur ein kleines Feature ist, so ist es doch umso erfreulicher. Abgesehen von dieser kleinen Besonderheit steht dem K6000 Pro auch die OTA-Update-Funktion zur Verfügung. Es gab bereits schon ein Update. Das letzte ist aktuell, kleinen Augenblick. Das haben sie extra im Menü implementiert. Das ist gar nicht bei den Einstellungen. Da ist es. Das letzte Update ist die V8.0-Version vom 7.06.2016 und man darf hoffen, dass UKTIL hier an der Stelle nachbessert. Doch kommen wir nun zu einem ganz wichtigen Thema und zwar dem Empfang. Das UKTIL K6000 Pro leistet sich in Sachen Empfang keinerlei Schwächen. Das Band 20, also die 800 MHz Frequenz, wird ebenfalls unterstützt und egal, ob man nun im Freien oder im Gebäude telefoniert, der Empfang ist immer tadellos bzw. der Gesprächspartner gut zu verstehen. Jetzt ist aktuell gerade keine SIM-Karte eingelegt, aber auch das 4G-Netz stand uns häufiger zur Verfügung. Der erste GPS-Fix, das kann man auch nochmal gut dann auf dem Screener in der Review sehen, kam nach 4 Sekunden zustande und es wurden im Schnitt so 16 bis 19 Satelliten gefunden, von denen im Schnitt trotz leichter Bewölkung 9 bis 12 zur Verfügung standen. Aussetzer hat sich das GPS, bzw. Fehlnavigation hat sich das GPS im K6000 Pro nicht geleistet. Der WLAN-Empfänger bzw. Sender erreicht mit konstanten 40 Mbps im Download und 12 Mbps beim Upload sehr zufriedenstellende Ergebnisse. Man muss bedenken, dass das nahezu Höchstwerte sind, auch wenn man zu Hause eine 200.000er Leitung hat, so wird man mit einem normalen Smartphone sicherlich keine 200 Mbps im Download erreichen können. Selbst bei größeren Entfernungen zum Router bleibt das Signal stabil und reißt nicht ab. Abbrüche gab es auch zu keiner Zeit bei uns im Test.
In Sachen Bluetooth-Pairing werden alle Geräte oder wurden alle Geräte erkannt. Die Übertragung verlief fehlerfrei und auch beim Hotnot, das ist eine spezielle Übertragungsart von den Chinesen genutzt. Da kann man den Display auf Display legen. Auch diese Übertragungsrate funktioniert super und natürlich auch wesentlich schneller als Bluetooth. Was kann man also beim Empfang als Fazit geben? Wir haben hier eine sehr gute Empfangsleistung und ein stabiles GPS. Also in dem Fall alles richtig gemacht. Ein schöner Punkt beim K6000 Pro ist die Audioqualität. Und zwar wurde hier ein Lautsprecher verbaut, der sich natürlich auch die Dicke des Smartphones zunutze macht. Und der interne Verstärker ist ausreichend stark. Ja, der war gut. Der interne Verstärker ist ausreichend stark. Nein, er sorgt für einen tatsächlich guten Klang und vor allem auch satten Sound. Und zunächst waren wir etwas skeptisch, weil wenn wir das Gerät, wie bekannt, auf eine Fläche legen, dann wird ja der Lautsprecher zugesetzt, aber auch das stört beim UKTL K6000 Pro nicht wirklich. Der Klang ist immer noch wirklich gut, im Gegensatz zu anderen Smartphones. An dieser Stelle muss ich leider so sagen, das Elephone M3 schneidet da, selbst wenn man den Hörer so halten würde oder den Lautsprecher, tausendmal schlechter ab als das K6000 Pro, wenn man es hinlegt. Ohne Frage, wenn man Kopfhörer anschließt, dann bekommt man den guten internen Verstärker zu spüren, denn die Bässe sind außerordentlich tief, die Höhen sind gut vernehmbar, Verzerrungen konnten wir in unserem Test keine feststellen und ähnliches ergibt sich dann auch, wenn man ein Headset über den Phono-Ausgang anschließt, eine durchaus akzeptable Klangqualität und Gesprächsqualität. Der nächste Punkt befasst sich dann auch mit der Kamera. Wir haben im K6000 Pro sowohl eine 13 Megapixel bzw. auf 16 Megapixel interpolierte Rückkamera mit Autofokus-Funktion. Wir haben eine 5 Megapixel auf 8 Megapixel interpolierte Frontkamera, die auch tatsächlich, wenn sie dann zum Einsatz kommt, akkurate Selfies schießt. Die Rückkameraqualität ist im Allgemeinen recht ordentlich. Jedoch bedarf es dann manchmal den einen oder anderen Schnappschuss mehr, um das gewünschte Objekt wirklich scharf ablichten zu können. Das liegt zum einen daran, dass die Auslösegeschwindigkeit extrem schnell ist. Nun ist dabei natürlich das Problem, dass man, wenn man dann darauf drückt, auf den Auslöser, eben es zu einer leichten Verwacklung kommt und während manche noch etwas länger brauchen, um auszulösen und dort halt noch ein adäquates Bild hinzubekommen, hat man genau in dem Moment ausgelöst, wo man eben das Smartphone berührt. Also Zeit lassen bitte bei Aufnahmen, dann kann das K6000 Pro auch wirklich gute Bilder liefern. Bei Fernaufnahmen sowie auch im HDR-Modus kann die Rückkamera ebenfalls gut überzeugen. Wie ich schon sagte, ist der Fokus relativ schnell und die Auslösezeit sehr gut, liegt so quasi bei einer Sekunde. Die Nahaufnahmen sind recht ansprechend, Lowlight-Aufnahmen sind dann doch wieder etwas schwächer, denn ISO-technisch betrachtet schafft es das K6000 Pro nicht wirklich, die Restlicht oder das Restlicht auszunutzen. Was wiederum recht positiv ist, ist der sehr helle Dual-LED-Blitz, sodass man auch bei Nahaufnahmen nicht wirklich Überbelichtung hat, aber bei Nahaufnahmen doch eine gewisse Schärfe in absoluter Dunkelheit hinbekommt. Bei etwas weiter entfernten Objekten vermindert sich gegenüber anderen Smartphones mit schwachen LED-Blitzern das Rauschen, sodass auch dort noch Gegenstände erkannt werden können. Bei der Videoqualität hatten wir auch nicht sehr viel zu beanstanden. Man muss natürlich bedenken, wir haben hier ein Mittelklasse-Smartphone im Preisbereich von ungefähr 120 bis 150 Euro, je nach Angebotslage. Und man darf hier keine Wunder erwarten. Der Bildstabilisator funktioniert recht ordentlich, wenn auch nicht absolut wackelfrei. Im Fazit kann man also sagen, dass die Kameraqualität von gut bis befriedigend im Mittelfeld agiert. Und ihre Stärken klar bei Fernaufnahmen und auch bei Dunkelheit hat. Und damit kommen wir auch schon zur abschließenden Disziplin, und zwar der
Akkuleistung bzw. der Akkukapazität. Und tja, wir haben hier natürlich ein sehr dickes Smartphone, sehr robustes Smartphone und doch liegt der Fokus von UKTEL klar bei dem Akku. Und der 6000 mAh Akku konnte von uns während unserer 7-Tage-Testzeit lediglich zweimal vollgeladen werden und war einmal, um Bilder zu verschieben, an einem USB-Port angeschlossen. Wir haben es nicht geschafft, das Smartphone binnen eines Tages leer zu bekommen. Natürlich hätte man versuchen können, 23, 24 Stunden lang ein Spiel laufen zu lassen, aber das halten wir doch für sehr unrealistisch. Die Screen-On-Zeit liegt bei ca. 16 Stunden, was ein außerordentlich positiver Wert ist. Und auch nach 48 Stunden intensiver Nutzung bei voller Helligkeit war immer noch ein Restakku vorhanden. Und nun haben wir natürlich da an der Stelle das Problem, dass wir erst in ein oder zwei Wochen, wenn wir den Akku 4-5 Mal laden konnten, tatsächlich einen Benchmark oder ein Benchmark-Ergebnis aufzeigen wollen. Vorher muss man sich damit begnügen, dass wir den Akku via Amperemeter mit 5646 Milliampere verifizieren konnten. Wir vermuten, dass tatsächlich nochmal 1 bis 200 Milliampere hinzukommen könnten. Tja, und zum Akku kann man dann natürlich noch sagen, dass er via Quick Charge binnen von 3 Stunden vollgeladen ist, was einen dann auch wiederum über 2 bis 4 Tage Benutzung bringt. Und auch heute war das Smartphone die ganze Zeit aktiviert und wir sind immer noch bei 66%. Also hat an der Stelle UKTEL genau das erreicht, was sie eigentlich erreichen wollten, und zwar ein Smartphone zu erschaffen, was lange durchhält, was den Nutzer nicht enttäuscht, gerade wenn man auf Reisen ist, auch mal längere Zeit nicht an eine Steckdose kann oder nicht jedes Mal zusätzlich eine 300, 400 Gramm Powerbank mit sich schleppen möchte. Und für alle Kritiker, die sagen, boah, 215 Gramm ist ja viel zu schwer, nach 7 Tagen bin ich gar nicht mehr der Meinung, dass es so schwer ist. Und klar, wenn man sich dann einen 5-Zoller aus Plastik gefertigt, wenn man das dagegen in der Hand nimmt, dann ist das natürlich viel leichter. Aber ich kann das, was ich eingangs erwähnt habe, nur noch einmal wiederholen. Wir haben hier eine außerordentlich hohe Laufzeit und die bezahlt man nun mal mit etwas Gewicht. Und bei der Verarbeitungsqualität und 215 Gramm bin ich der Meinung, dass das ein durchaus verschmerzbarer Punkt ist. Und damit komme ich dann auch zum Fazit bzw. zum Schluss. UKTEL hat mit dem K6000 Pro einen tatsächlichen verbesserten Nachfolger vom K6000 auf den Markt gebracht. Sie haben es geschafft, die Schwächen des ersten Modells auszubügeln. Insbesondere das Display hat nun endlich kein Clouding mehr. Es ist absolut druckresistent. Es biegt sich nichts. Es ändert sich nichts. Die Button sind fest. Und im Gesamtpaket betrachtet kann man hier für 130 Euro Mittelklasse-Niveau Verarbeitung, Design, Akku, Audioempfang erwarten. Sicherlich beim Akku insbesondere nochmal extrem hohe Leistung. Der Käufer muss jedoch auf einige Features verzichten können, so zum Beispiel auf eine Status-LED oder einen Kompass. Und auch die Nutzung zweier SIM-Karten zusätzlich zu einer Micro-S-Karte ist leider nicht gegeben. Da müssten dann die 32 GB interner Speicher ausreichen. Können wir hier also eine Kaufempfehlung aussprechen? Ja, wir können. Und insbesondere für Leute, die lange unterwegs sind und einige Gramm in der Tasche bzw. in der Hand aushalten können, für die ist das UKTEL K6000 Pro eine feine Sache. Das Testexemplar wurde uns von Gearbest zur Verfügung gestellt. Dafür möchten wir recht herzlich Dank sagen. Aber der Sponsor hatte zu keiner Zeit Einfluss auf unsere Review. Und damit ist diese dann auch beendet. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir von chinamobilemac.de wünschen euch für die Zukunft alles Gute und würden uns freuen, wenn ihr wieder zuschaltet. Macht's gut!